So, hallo, wir machen weiter bei Hollow Knight. Das letzte Mal haben wir einen Boss besiegt, einen etwas größeren, und sind jetzt hier mittlerweile beim Ahnenhügel angekommen. Also ihr seht schon, diese vergessene Wegkreuzungskarte ist relativ voll. Guck mal. Oho, wer kommt da aus der Dunkelheit geschlichen? Oh, du siehst aber ernst aus. Ein seltsames, leeres Gesicht und eine fürchterlich aussehende Waffe. Schneckenschamane. Etwas sehr Wichtiges für dich in die Leiche Heilandsnests. Aber ich werde dich nicht danach fragen. Bist du vielleicht zu mir gekommen, weil du meine Hilfe benötigst? Mehr Worte braucht es nicht, Freund. Ich werde dir ein Geschenk machen. Einen gemeinen kleinen Zauber, den ich selbst erschaffen habe. Passt genau zu einem kleinen Knirps wie dir. Ohohoho. Konsumiert. Rachegeist. Drücke kurz B, um den Geist zu entfesseln. Zauber verbrauchen Seele. Fülle Seele wieder auf, indem du Gegner angreifst. Okay. Drücke kurz B. Was machen wir, wenn es nötig sein sollte? Wird es nämlich nötig sein. Vorher möchte ich die Seele nicht verbrauchen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere ja noch an einen speziellen Gegner, an dem wir noch nicht vorbeigekommen sind. Werden wir gleich wieder sehen. Also, wie gesagt, ein bisschen was habe ich ja bei HF im Stream gesehen, ne? Deswegen weiß ich halt ein bisschen was, aber nicht allzu viel. Ich hoffe, das ist okay. Muss ich jetzt hier runter oder hier rüber? Ach, hier ist so ein Ding. Hallo? Bleib mal hier. Das wollte ich nicht hauen. Aber ich sollte mich heilen, sehe ich gerade. Trotzdem brauche ich gleich die Seele, also ich sollte nicht zu viel heilen. So. Der Rest muss jetzt mal klappen, ohne Energie zu verlieren. Mist. Mist! Ich krieg's ja auch wieder durchschlagen. Ah, hier ist ein blauer Kokon. Und Geld! Mucho money! Mehr wie zwei werden es anscheinend nie. So! Und hier unten ist jetzt er hier. Wenn ich zu ihm hingehe, dann rollt er sich zusammen und ich kann ihn nicht angreifen. Deswegen. Wo ist eigentlich B? Moment. Aua. Das ist ja. Hä? Das ist ja fokussieren. Welche Taste ist das jetzt, die ich drücken muss? Guten Morgen. Ich muss mich erstmal fokussieren, kurz. Ah, es ist nicht B. Das erklärt einiges. Scheiße. Nein! Ich war dumm. RIP. RIP. So. Aber ich werde ja kaum sterben, bis ich wieder dort bin.
das hier ist die Taste. Ups, alles klar. Also bei mir ist es R. Ist ja klar, weil R geht ja davon aus, dass ich den Xbox-Controller... Aber da ist es ja auch nicht B. Hey, egal. Vielleicht ist der Text einfach komisch. Oder ich habe einfach nicht richtig gelesen. Das kann auch sein. So, will ich nochmal da hoch? Verkehrt wäre es nicht, ne? Ja, und wenn man dann natürlich eben nochmal stirbt... Oh, scheiße. Wenn man dann natürlich nochmal stirbt, während man, während der Schatten praktisch aktiv ist, dann ist natürlich alles weg, was man hatte. Außer halt das, was man hatte, als man noch bei der Bank war, ne? Ist klar. Ach, jetzt ist der hier oben. Auch toll. Das heißt, das Wichtigste ist immer erstmal den Schatten wiederholen. Und dann ist auch alles gut. Ich bin so dumm, ne? Ich kann ja eigentlich auch mal das hier machen. Wow! Das tut halt richtig weh. Problem? Ich brauche das ja noch. Never mind. So, ist das Ding jetzt wieder da, oder? Ah, das ist eh schon zu. Gut, das heißt... Das kann ich mir auch nur einmal gönnen. Aktuell. Also brauche ich hier nicht mehr hochgehen extra, wenn ich jetzt sterben sollte. Gut. Dass wir darüber geredet haben. Timing! Nein! Was wollt ihr dahin zurück? Was willst du eigentlich von mir? Danke. Eieieiei. So, das betrachten wir gleich. So. Seelenfänger. Ah ja, wir können ja... Wir können ja gleich ein paar... Talismane wahrscheinlich ausrüsten. Oho, da bist du ja. Ich habe über dich gewacht, während du geschlafen hast und bin wohl selbst eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, warst du verschwunden. Du steckst voll Überraschungen. Ohohoho. Eigentlich wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Weißt du, es gibt eine gewisse Kreatur, direkt über uns im Herzen dieses Tempels lauert. Oho, na sowas, noch eine Überraschung. Du hast die Bestie erschlagen, bevor ich dich darum bitten konnte. So einen Freund wie dich habe ich gar nicht verdient. Du bist ein echtes Wunder. Ohoho. Und schau, das Tor zwischen uns hat sich geöffnet. Ohoho. Du kannst es wahrscheinlich kaum abwarten, deine Reise fortzusetzen. Gehab dich wohl und verliere niemals deinen Glauben. Wonach du auch suchst, es wird dich finden. Ohoho. Okay, ich gehe kurz speichern, dann quatsche ich nochmal mit ihm. Was zögerst du? Ich fürchte, mehr bekommst du nicht von mir. Auch wenn ich deine Hartnäckigkeit bewundere. Ohohoho. Okay. So. Wir haben jetzt hier nämlich auch den Seelenfänger. Preis 2 können wir uns also leisten. Von Schamanen genutzt, um aus der Welt um sie herum mehr Seele zu ziehen. Erhöht die Menge an Seele bei einem Nageltreffer. Ach ja, schön. Her damit. Aktuell geht's ja, ne? Wir haben ja hier zwei Talismane und beide können wir ausrüsten. Steinplatte mit dem Wappen von Heilandsnests Hauptstadt. Hat eine Hervorhebung auf der Rückseite, die in eine Öffnung passen würde. Gut, da muss ich also irgendwas finden, wo ich das reindrücken kann. Wo das ist, weiß ich jetzt nicht. Spontan. Werden wir herausfinden. Ich will immer weiter laufen und dann läuft er einfach da rein. So, danke schön. Okay. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir hier soweit fertig sind.
Dann gehe ich jetzt über den Rückweg wieder bei den Würmern vorbei. Weil einen haben wir ja wieder befreit. Ich glaube, der kriegt nochmal ein bisschen Geld. So. Und jetzt können wir dann ja eben dort, wo dieser Gegner war, dort können wir dann jetzt ja durch. Ja, also da wird es jetzt weitergehen. Der, den wir auch gerade besiegt haben, der diese Rolldinger rausspuckt. Ich will nur erstmal gucken, ob ich nicht schon in der Zwischenzeit mir irgendwas Besseres leisten kann. Was mich ein bisschen unterstützen würde. Support ist nie verkehrt. So. Also der ist nicht mehr ganz so alleine. Ja. Ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr als beim letzten Mal gewesen. Gut. Ich denke mal, das ist für den kompletten, für das komplette Spiel sind das die, nicht nur für das Gebiet hier. Das wäre komisch. Weil dann hätte ich schon ganz schön viele verpasst. Wir haben zwar einige gesehen, wo ich noch nicht angekommen bin, aber ich meine, ansonsten ist das Gebiet ja soweit, ne? Offen. Deswegen wird das schon für das gesamte Spiel sein. Gut. Schön wäre ein Talisman, der mehr Geld gibt. Den würde ich natürlich sofort ausrüsten. Ohne zu zögern. Hierfür brauche ich den einfachen Schlüssel, haben wir schon festgestellt. Mehr wird hier nicht sein, ne? Ne, dafür brauche ich einfach den einfachen Schlüssel. Okay. Und der kostet, glaube ich, 900 oder sowas. Ich schätze, ja. Ich bin mir nicht sicher. Wo es hier, was hier reinkommt, weiß ich noch nicht. Das werden wir noch sehen. Einmal kurz ausruhen, einmal kurz reden. Hast du den Tempel besucht? Ein seltsames Gebäude, wie ich gehört habe. Ich werde diese Reise nie selbst wagen. Die Tapferen unter uns versammelten sich dort einst zum Beten. Sie sagten, sie würden in diesen Gemäuern Frieden finden. Nach einer Weile gingen sie nicht mehr dorthin. Was wohl der Grund war? Mein Verständnis von Heilandsnest mag etwas vage sein, aber unter den grün bewachsenen Höhlen befindet sich ein pilzbewachsener Hain. Einst das Zuhause von friedvollen Kreaturen, nicht ganz Käfer und auch nicht ganz Pflanze. Klingt fast so, als wäre es ein Besuch wert, nicht? Doch es gibt einen Haken, den furchtbaren Gestank. Ein schrecklicher Geruch sucht den Ort heim. Okay. Immer wenn er das mit dem Müde sagt, ist er also praktisch durch mit seinen Erzählungen. Das ist ja auch was. Dann einmal hier. Mobadis. Von allen Orten, an denen wir hätten landen können, haben wir ausgerechnet diese eintönige Siedlung gewählt. Ich dachte, wir würden nur vorübergehen, aber mein Mann war ganz plötzlich besessen von dieser alten Ruine. Jetzt ist ununterbrochen dort unten. Er sagt immer, diese Kartografie sei ein lohnendes Geschäft, aber wer abgesehen von dir kauft denn bei uns? Das ist wohl wahr. Bafanada. Bafanada. Banknadel, weiß ich nicht. Kann ich mir, glaube ich, bisher recht gut merken, wo die sind. Kokornadel, weiß ich, muss jetzt auch nicht unbedingt sofort sein. Verkäufernadel muss, glaube ich, auch nicht sofort sein. Hirschkäfernadel. Heiße Quellenadel. Also, so bisher kann ich es mir ganz gut merken, wo die Sachen sind. Das würde ich jetzt erstmal nicht kaufen. Was das ist, weiß ich halt nicht. Skarabäus-Markierung und Panzermarkierung. Holen wir es halt mal. Aber bei den anderen weiß ich halt, was es macht. Und bei denen nicht so. Kommen wir noch kurz hier rüber. Aber ich glaube, mit 500 komme ich nicht so weit. Bei ihm, er ist ja doch ein bisschen teurer. Okay. Maskenscherbe, Gefäßteil. Dieses Geoschwamm würde halt gehen. Dieser Talisman sorgt dafür, dass das ganze lose klein sein Weg. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie ein Magnet, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Und das brauche ich, da brauche ich 1800 dafür. Sockelpreis 1. Ich weiß noch nicht, wann ich die Sockeldinger erhöhen kann, die ich habe. Na komm. Ah ja, falsch. Huch, wollte ich nicht. Patamas, Gio! Nein, 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 nein. Das da hier. So. Merci. Die Scherbe lassen wir erstmal liegen, solange ich nicht weiß, wofür die ist. Und dann würde ich sagen, Seelenfänger weg. Gio-Schwarm rein. Jetzt ist hier der nächste Platz. Also Plätze haben wir anscheinend unendlich viele, aber Sockelpreise halt nicht, ne? Das heißt, ich kann den jetzt nicht ausrüsten, weil der kostet ja 2. Genau, ne? Habt ihr gesehen. Aber ich würde das erstmal lassen, weil das vielleicht etwas schneller das Geld sammelt als normal. Gut. Wollte ich nicht. Dann gehen wir jetzt wieder... hier runter. Ich will mal kurz gucken. Dieser... das wollte ich nicht. Dieser größere Gegner, der kein Boss ist, aber halt ein Gegner. Den müsste man ja wahrscheinlich immer wieder besiegen können. Der kommt doch bestimmt immer wieder. Und mit dem Schusszeug halt. So. Und mit dem Schusszeug müsste das doch jetzt ein bisschen einfacher und schneller gehen. So, das waren schon mal 3 Hits vorher. Das war schlecht, was ich hier gerade tue. Macht aber gar nichts. Nice. Und er gibt halt 45. Nur, das ist nicht so verkehrt, sage ich jetzt mal. Den könnte man halt ganz gut farmen, um Geld zu holen. Kommt er jetzt sofort wieder? Oder? Achso, ist das jetzt überhaupt... ja, das Geld kommt zu mir. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dann muss ich da nämlich nicht ewig... kann ich da auch mal ein bisschen gechillter rangehen. Ist jetzt wieder da direkt? Jawohl. Läuft eigentlich ganz gut so, ne? Ist jetzt halt natürlich für die Aufnahme nicht so sinnig, aber grundsätzlich kann man so ganz gut Geld holen. Okay, wo war jetzt der Gegner? Ich glaube, das war die... wenn wir ganz nach links schauen, ich glaube, die zweite von unten war das, wo der Gegner war, und dem ich noch nicht weiter konnte. Wo ich jetzt aber dann eben weiter kann. Ich glaube, da war das. Das heißt, wir müssen da jetzt mal hin zurücklaufen. Vorher probiere ich kurz was anderes, weil ich das gerade sehe. Vielleicht funktioniert das ja schon. Ist das hier? Da war ja so ein Aufzug-Dings, an dem ich nicht vorbeigekommen bin, ne? Vielleicht muss ich dagegen schießen. Vielleicht ist da ein Schalter in der Mitte, der jetzt ausgelöst wird, wenn ich da reinschieße. Nein! Okay, nevermind. Dann geht's hier noch nicht weiter. Wollte ich nur kurz nochmal probieren. Hätte ja sein können.
nicht irgendwie schneller laufen? Nur langsamer. Ja, das nützt mir jetzt hier alles nichts. Da drüben komme ich auch noch nicht weiter, das weiß ich noch. Da auch nicht, okay. Dann bleibt wirklich nur der Weg zu diesem Viech. Zum Stadtwappen hat der Typ da oben jetzt ja auch nichts gesagt. Ich nehme an, das ist dann auch später und woanders zum Einsetzen. Oh, da ist nochmal so eine ganz... Oh, da ist nochmal Geld da oben. Gib mir alles Geld. Seht ihr das, wie sie zu mir gebracht werden, die Gelddinger? Wunderschön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dann bleibt nämlich auch nichts liegen. Gut, dann würde ich sagen, vom Part her, ich laufe jetzt nochmal zur Bank. Bei dem Heilding und dann beende ich da den Part. Und wir gucken uns das nächste Mal das neue Gebiet an. Ich hoffe mal, mit dieser Vorgehensweise seid ihr einverstanden. Wie das Geld so um mich rumfliegt, das ist schon cool. Das gefällt mir. Eins noch rüber. Jetzt kommen nämlich dann auch die Gelddinger, die auf Stacheln liegen, zu mir. Das ist also schon sehr, sehr sinnig. Ja, hier komme ich leider nicht hoch. Nach wie vor. Aua. Yay. Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht, das Geld mitzugeben. Wow. Ach, schön. So. Plätschi, plätschi, plätschi. Brauche ich eigentlich gar nicht, wenn hier eh eine Bank ist. Stimmt, kommt mir gerade. Wozu ist hier eigentlich eine Heilquelle, wenn hier eh eine Bank ist? Hätte auch die Heilquelle, die Bank gereicht. Aber gut, dann, nächstes Mal, gehen wir, wollte ich nicht, gehen wir da links weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.